Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu Episode 71. Guten Morgen deshalb, weil wir jetzt gerade mal 10.13 Uhr haben und nicht 12 Uhr, also die Zeit, wo ihr eigentlich den Podcast hört. Und bei uns ist es auch nicht schon Sonntag, sondern bei uns ist es heute Dienstag, der 1. November. Und wenn ich mir den Luke so anschaue, dann war es wirklich die dümmste Idee, den Podcast am Morgen nach Halloween zu machen. Luke, zeig dich mal. Zeig mal deine Laseraugen, deine Pupillen. Hallo. Luke. Hallo. Ja. Fuck, ey, die sind richtig lasern. Wo warst du gestern? Was für eine Rakete? Lasershow. Rakete, Ecstasy-Arschloch oder was? Nee, leider nicht. Das, die hat um zwei zugemacht. Dann musste ich auf so eine verkackte Halloween-Party. Hey. Und, Alter. Ohne Scheiß, kennt ihr so Halloween-Partys aus den USA, also aus so amerikanischen Filmen, wo die Kamera so reinkommt in so ein Haus, man hört so ein bisschen schlechte Mucke, die Leute sind auch alle viel älter, weil das vor 20 Jahren schon aufgenommen wurde und du siehst halt, dass das so voll die gestellte Party ist. Genauso war das gestern. Echt? 1:1. Alter, da hat kein Schwein getanzt. alle waren so... Da war so eine Männergruppe, die haben Bierpong gespielt und so ein paar Frauen, die waren halt auch separiert. Und wir waren so, was ist denn hier los, Alter? Ja, dann haben wir die Party zum Laufen gebracht, sag ich mal. Echt? Wirklich? Ja, yes, ja. Irgendwann einen Schwanz rausgeholt, der Lukas. Nee. Hat er mal Pimmelkarussell gespielt, ha? Den Helikopter habe ich gemacht. Den Helikopter? wie kam ihr auf die Party? Wen habt ihr da gekannt? Ja, wir haben einen Kumpel gekannt und eigentlich durften wir nicht auf die Party, also weil die anscheinend zu voll war. Und dann sind wir halt in den Start und es war voll das Hackmack, Alter. Die Clubs haben auch einen nicht mehr reingelassen. Es war um zwei alles zu. Und dann haben wir dem nochmal geschrieben und dann war so, ja, also eigentlich die Türen sind offen, kommt einfach vorbei. Dann ja, aber man muss vorweg schicken, in Bayern ist ja nicht der 31.10. der Feiertag, so wie in allen anderen Bundesländern, sondern ja. Der 1. November ist Feiertag. Das Problem bei der Sache ist nur... Was hat der Jesus da gemacht am 1.? Ich lese alle Heiligen heute, also All Holy. Ich habe aber keine Ahnung, was da passiert ist, also dafür komme ich wahrscheinlich auch in die Hölle. Ist aber auch bumm, scheißegal, irgendwie rennen dann immer an alle Heiligen alle zum Friedhof. Ich habe keinen Plan, warum. Aber ich glaube, das ist einfach so die Kiste, so wir müssen einmal im Jahr unsere Sünden beichten, einmal im Jahr irgendwie an den Friedhof gehen, einmal im Jahr so tun, als wären wir gläubig, dass wir da noch schön in den Himmel kommen. Ich glaube, das ist doch der Buß- und Bettag, oder nicht? Oh, stimmt, den gibt es ja auch noch. Der wiederum ist in Bayern kein Feiertag mehr, war früher, ist nicht mehr so. Aber um nochmal auf das Thema 1.11. zurückzukommen. Das Ding ist, dass ja dann auch Tanzverbot ist. Also es ist ja ein Feiertag und dann müssen die Clubs um 12 oder um 2 zumachen. Früher war es, glaube ich, 12. Dann ist ab 12 war immer an Halloween zappen. Ja, da ging nichts mehr. Deswegen also, hat da keiner getanzt. Ja, ja, klar. Alter. Der Lukas. Ja, aber das ist echt so ein Ding. Ich finde es total schade. Naja, meine Hoffnung ist nur, dass es auch irgendwann mal in Bayern anders wird. Aber Leute, ich habe mir da gestern, wie ich so zu Hause saß und ich habe mir gestern ein schönes Glas Rum eingeschenkt. Ja. Echt? Ja. Ja, so einen richtigen Genießer Rum, so ein 20 Jahre altes gelbes Gesöff. Ein Penny Packard. Nee, schön pur. Also richtig, richtig guter Rum habe ich geschenkt bekommen. Und so Rocks oder without the Rocks? Without the Rocks. Wasser, Eis verfälscht ja nur. Das ist ja, verdünnt ja, Alter. Ich glaube, das war so teuer, das Ding. Ich glaube, ich habe es auch gar nicht zu schätzen gewusst, aber es war lecker. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich habe mich mal versucht, zurückzuerinnern, wie denn so die Partys waren früher. Ja? Und da bin ich zu zwei tatsächlichen Entschlüssen gekommen. Der erste, die Partys früher waren grundsätzlich besser, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir jünger waren und einfach noch viel hemmungsloser gesoffen haben. Zum anderen, es gab niemals, noch nie, so eine Party, wie man sie aus irgendwelchen US-Serien oder Filmen kennt. Also ich habe mir schon immer so eine American Pie Party gewünscht. Ja? Echt? So ein Haus. Aber ja, so wie gab es nie bei dir?
Aber so in der Form, so exzessiv und so, so geil irgendwie. Ich hab das mal gemacht. Ich hab das auch erlebt schon ein paar Mal. Echt jetzt? Da habe ich irgendwas verpasst. Nein, aber so richtig, mit allem, was dazugehört. Ja, so du kommst auf die Party, einer kotzt in die Ecke, dann vögelt jemand auf der Treppe, dann gehst du ins Bad und dann reißt gerade einer aus Versehen das Waschbecken ab und ja, das schon. Alles raus. Ja, das haben wir schon erlebt, so Chaos-Partys. Mir geht's um diese großen Ami-Häuser am Strand irgendwie. Alle kommen zusammen und es ist so eine ewige, niemals endende Party. Ja, wo alle irgendwie gut drauf sind. So dieses Flair, was du hast, wenn du diese Filme siehst und diese Szenen dann in dem Film. Sowas gab es tatsächlich nie bei mir irgendwie. Ja, vielleicht so eine richtige. Mehr haben. Ja, wahrscheinlich. Schwierig in Kornburg. Ja, schwierig. Schwierig, ja. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, schon. Safe, auf jeden Fall. Safe. Ja. Das finde ich echt so ein bisschen schade. Wie lange war denn der Lukas weg gestern? Ja, ein bisschen zu lang. Also ich habe gemerkt, es ist keine gute Idee, einen Podcast in der Früh zu machen halt. Ich glaube, ich habe 3 Stunden geschlafen oder 2. Ja, das also, heißt, du warst also ich war um 6 Uhr zu Hause, oder was? Circa, ja. Gewöhn dich dran, wenn es jetzt dann mit JBO auf Tour geht, das wird ähnlich laufen. Der Sandy und der Hannes, die haben schon angekündigt, dass wir nicht trockenen Auges nach Hause kommen. Sehr gut. Ey, aber Leute, ohne Scheiß, ich habe mich natürlich wie jedes Jahr viel zu spät um Kostüm gekümmert und dann dachte ich mir kurzerhand, ich nehme einfach mein altes Schattenmann-Outfit. Jungs, ich habe so fucking viele Komplimente bekommen. Ja, Alter, ich bin rumgelaufen, ich bin auf diese Party und wirklich alle 2 Minuten kam irgendjemand zu mir und so, Alter, nices Outfit, wo hast du die Jacke her? Ja, selber gemacht. Wird selber gemacht? Und ja, also 1 zu 1, ich hatte einfach nur quasi so das Gesicht ein bisschen geschminkt, ansonsten sah ich halt eigentlich aus wie auf der Bühne. Die Leute haben es übel abgefeuert. Achso, ja, die Mütze hatte ich auf, ja genau. Ja, ihr habt deine Insta-Story. Ich wollte eigentlich wollte ich so mexikanischer Totenkopf machen und die haben ja immer noch so einen Zylinder auf. Aber ich habe halt keinen Zylinder, deswegen habe ich die Mütze genommen. Aber deswegen hast du einen Johnny Death Shadow gemacht, oder? Du hast einen Johnny Death Shadow gemacht. Alter, es sah wirklich aus wie Johnny Death Shadow, ja. Ja, fand ich auch. Direkt dran gedacht. Ja, Mann. Stimmt. Ich habe auch gedacht, gestern noch. Wenn ich auf eine Halloween-Party gehe, ziehe ich auch mein altes Schattenmann-Kostüm an, ein bisschen schminken und dann geht das schon, weil ich habe keine Halloween-Kostüme zu Hause oder sowas. Aber dann ist mir eingefallen, Call of Duty kam hier raus, das neue, und dann habe ich geballert bis in die Puppen. Dann hast du geballert. Geballert bis ja, in die Puppen. Ich habe auch geballert bis in die Puppen. Wie ist das neue Call of Duty? Also im Internet kriegst du gemischte Meinungen, ich finde es sehr gut. Aber du zockst ja nur Story, ich zocke ja viel online. Okay. Aber die Story soll der absolute Wahnsinn sein und allein für die Story sollen sich die 79 Euro lohnen. 70 Euro, yo. 79 was geht Euro. Also so viel kostet jedes Spiel, wenn es neu rauskommt. Ja. Ich glaube, ich muss um Weihnachten muss ich das machen, was ich Weihnachten einfach mal machen muss. Mal zocken. Ich zocke ja immer nur an Weihnachten und dann steht die Playsy wieder für ein Jahr in der Ecke, weil ich einfach nicht dazukomme. Also. Also erstmal die Fünfer. Für das einmal im Jahr zocken. Muss erstmal die PlayStation 5 kaufen. Nee, ich habe eine 4er, die reicht, Alter, so oft wie die läuft, nämlich nie, außer an Weihnachten, dann ist auch okay. Weil man nutzt ja auch eine PlayStation nicht mal mehr als DVD oder Blu-ray-Player oder so. Gar nicht. Es ist einfach, entweder man zockt oder sie ist aus. Genau. Ja, gut, aber wenn du kein Smart-TV hast, kannst du mit der auch theoretisch auf YouTube gehen und sowas. Ja, Alter, wer hat heute kein Smart-TV? Also, ich habe noch nicht so lange einen. Ja, aber ey, wenn ich überlege, ich hatte vor 7, 8 Jahren einen Fernseher, der hat den Geist aufgegeben, sogar der hatte schon eine Netflix-Taste. Also das war so eine richtig alte Kiste. Was? Ja, also irgendwie gefühlt kann jeder Fernseher irgendwie Internet. Aber auch dann kannst du ja irgendwie, so ein, wenn du kein Smart-TV hast, kannst du ja irgendwie, keine Ahnung, dieses T-Home holen oder Vodafone oder ja, die bieten doch schon alle so kleine Kisten an, die steckst du an deinen Fernseher an und dann hast du ein Smart-TV. Das ist schon so praktisch, ja. Wahnsinn. Ja, aber das Fernsehen hat sich echt verändert. Das ist krass. Ja, ist echt besser, als so ein retarded TV zu Hause zu haben. Ich gucke überhaupt nicht mehr normalen TV.
Also halt außer meine Hitler-Dokus zum Einschlafen. Ich kann erst, UFO-Dokus. Ich brauche Hitler-Dokus, Kriegs-Dokus. Also ich kann erst bei dem Gedonner von ein paar MGs und von so einer 80mm-Granate, da falle ich dann in den Tiefschlaf. Ne? Das brauche ich einfach. Ja. Der alte Pazifist. Ja, bin ein bisschen gestört, was das betrifft. Nein, tatsächlich wurde ich ja auch schon mal gefragt, woran das liegt. Und, vom Arzt oder von wem? Ja, vom Arzt. Das liegt nicht dran, dass ich einen Hitler-Doku-Fetisch habe oder einen Kriegs-Doku-Fetisch oder so, aber es gibt einen ganz bestimmten Synchronsprecher, der diese Dokumentationen spricht. Und ich fahre total auf diese Stimme ab. Also diese Stimme zum Einschlafen, es ist einfach der Wahnsinn. Das ist der, also meiner Meinung nach, die beste Geschichten- und Dokumentationserzählerstimme, die es gibt so. Ist das der, also, der nicht auch noch irgendeinen Schauspieler spricht? Der spricht mit Sicherheit noch einen Schauspieler, aber ich weiß gerade nicht wen. Hat er so eine ganz tiefe Stimme? Ja, und so knarzig. Ich finde, der macht das wahnsinnig. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja. So, erinnert mich fast manchmal, so kennt ihr Sky Dumont? Ja. Der hat auch eine Wahnsinnsstimme. Ja, also es ist echt Wahnsinn, wie charismatisch manche Stimmen sind. Ja, und da stehe ich halt einfach drauf und das ist so, wenn das läuft irgendwie und der erzählt dann und faselt da irgendwelche trockenen Daten runter, irgendwelche geschichtsrelevanten Ereignisse und dann denkt sich, der hat sich so... Behältst genau. Du denn irgendwas davon? Natürlich behalte ich nichts davon. Und vor ein paar Jahren noch, wie irgendwie auf wie es noch N24 hieß, ja, oder auch auf D-Max, dann kam immer so. Wie heißt N24 jetzt? Welt. Echt? Ja. Ist ja krass. Ja, genau. Da lief dann noch immer Tittenwerbung nachts. Kennt ihr das noch? Klar. So ab 1 oder ab 2 lief dann Tittenwerbung. Das war der Höhepunkt. Auf den Sendern. Ja, nee, es war da nicht der Höhepunkt. Da durftest du dich nicht von der Mama erwischen lassen dann. Nee, weil da bin ich dann wieder aufgewacht. Das war scheiße. Alter, ruf mich an, 66, oh, fick dich und glotze aus. Ja? Ist gar nicht mehr, oder? Weil nee, jeder mittlerweile weiß, dass man Pornos gucken kann einfach. Genau, also ich hab's nicht mehr gesehen seit vielen, 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 vielen Monaten. Und jetzt ist mein Schlaf auch kontinuierlich durchgängig. Ja, weil ich nicht mehr durch die Tittenwerbung wach werde. Das ist praktisch. Das ist geil, oder? Ja. Also mein Leben macht jetzt auch wieder Sinn. Hitler-Dokus ohne Tittenwerbung. So heißt der Podcast aber jetzt. Ja, mach nur Dokus ohne Tittenwerbung. Ja. Wahrscheinlich besser, ja. Bevor ich gestern angefangen habe zu ballern ohne Ende, war ich im Kino und habe mir Smile angeschaut. Gedacht, Horrorfilm an Halloween ist gar nicht so schlecht. Habt ihr den schon jemand gesehen? Nein. Nee. Und? Ist eigentlich ganz cool. Also die Story ist sehr eindimensional. Ist sehr schnell erzählt, worum es geht. Schlachten? Nee, ich will aber jetzt nicht spoilern. Also ich habe gestern eine Story gepostet und mir haben sau viele Leute geschrieben. Ich soll auf jeden Fall erzählen, wie der war und so. Also ich muss noch eine Story heute machen. Mhm. Aber war eigentlich ganz cool. Also viele Jumpscares, auch viele, die man erwartet, aber auch viele, die man nicht erwartet. Und es war echt, also durchgehend spannend für anderthalb Stunden. Mhm. Echt ziemlich cool. Ja, cool. Ja, also Horrorfilme ist halt... Entweder ist es absoluter Cringe, also so richtig, richtig schlecht. Und du denkst dir, was habe ich jetzt 2,5 Stunden gemacht hier mit meinem Leben? Oder es ist halt krass gut. Voll. Es kommt auch selten ein guter Horrorfilm raus. Habt ihr eure Top 10 Horrorfilme von jedem jetzt? Ich habe nicht mal 10 gesehen, Alter. Naja, also da... Lass mich jagen auf jeden Fall. Ja, da muss ich aufpassen. Also was ich überhaupt nicht packe, sind so Psycho-Horrorfilme. Ich bin dann doch mehr so einfach und plump gestrickt. Ich bin ja totaler Saw-Fan. Ja, diese Saw-Reihe fand ich total geil. Schön Splatter, schön zermatschen, auf widerliche Art und Weise irgendwelche Menschen um die Ecke kriegen. Herrlich. Oh Mann. Also ich habe einfach Horrorfilme abgeschworen, keinen Bock drauf. Ich wüsste nicht, warum ich mir in meiner Freizeit irgendwie Stress machen sollte. Liebes Kind. Kopf. Ich glaube, ich habe sowas damals wie Blair Witch dann irgendwie, hat man dann als Jugendlicher mal geguckt. Und das war damals so als spannend auf jeden Fall, vor allem der Schluss. Ich glaube, heutzutage wäre es wahrscheinlich nicht mehr so wild.
Ansonsten, ja, Saw kann ich überhaupt nicht. Das ist ja die ganze Zeit so, oh. Nee, also Horrorfilme sind nicht meins auf jeden Fall. Aber was, Saw finde ich schon. Ja, aber das ist kein Horrorfilm. From Dusk Till Dawn ist kein Horrorfilm. Aber nein. Den habe ich super oft geschaut. Zombie. Ja, aber bei Saw, also da fand ich echt den ersten Teil mit Abstand am besten. Ja. Weil die halt auch die Story so neu war und es war alles so mindblowing am Ende, wo dann der Typ in der Mitte da aufsteht. Ja. Ich glaube, nach 20 Jahren darf man Saw schon spoilern, oder? Also wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat, selber. Wer es noch nicht gesehen hat. Aber so ein kleiner Insider noch für alle, die Saw vielleicht gesehen haben. Es gibt noch ein Pendant dazu, ist eher unbekannter, aber es ist Cube. Mhm. Ja. Habt ihr Cube gesehen? Hat das was damit zu tun, oder wie? Nee, aber das war auch, oder ist eine ähnliche Story. Also bei Saw gehst du ja durch diese verschiedenen Räume und stirbst oder kommst in den nächsten. Und bei Cube ist es quasi ein Würfel, der unendlich ist, der sich auch in sich immer wieder verschiebt. Und du musst, und die Leute klettern dann quasi, also die können wie in einem Würfel halt eben nach oben, nach unten, vorne, hinten, links, rechts. Gibt immer weitere Türen in immer wieder weiteren Würfel, der sich in sich noch verschiebt. Und die müssen halt den richtigen Weg finden. Ansonsten warten halt in dem Würfel auch verschiedene Gefahren, die einen halt umbringen. Und das ist dann auch so mit einem Autisten, der dann diese Zahlen entschlüsseln kann, die quasi an den Türen stehen, und ich glaube, die sind dann irgendwie eine gewisse Primzahlreihenfolge, dann ist der nächste Raum sicher oder dann ist er nicht sicher, und guckt es euch an. Cube, aber, uralt, aber eine echt geile Empfehlung. Aber Luki und ich waren jetzt letztens im Exit Room, mit Zombie Exit Room. Echt? Oh, wie war das? Ja, wir haben uns ein bisschen dumm angestellt. Am Anfang, Alter, wirklich, wir hatten 50 Minuten Zeit, wir waren nach 20 noch immer im ersten Raum. Oder nee, nach einer halben Stunde immer noch. Räume gibt's da? Zwei. Zu viert, ne? Ja. Martin und Malte waren noch mit dabei. Und Chris. Und Chris, ja. Es waren aber so Sachen zum Beispiel, da waren zum Beispiel auf der Wand so Fenster aufgemalt und die waren mit so Brettern zugehauen halt so. Und wir haben halt, da gab es halt Zahlenschlösser und wir haben halt Ewigkeiten nach irgendeinem Zahlencode gesucht und haben uns echt, und irgendwann kann man sich dann so Hilfe holen mit so einem Walkie-Talkie, so Mayday, Mayday, wir brauchen Hilfe, und dann gibt es einem Tipp und dann, ja, schaut doch mal aus den Fenstern raus oder irgendwie sowas. Und nee, sie hat gemeint, kennt ihr euch mit römischen Zahlen aus? Und der Martin steht so da und schaut auf diese Fenster so, Alter, wie dumm sind wir denn? Weil das waren halt einfach die Bretter in Formen der römischen Zahlen. Oh, ja. War das ein Vorhängeschloss oder was? Ja, genau. Das sind so. Ja, teilweise. Und teilweise musstest du die Schlüssel finden. Aber so. Leute, ein Vorhängeschloss mit Zahlenkombination, das kann ich dir blind aufmachen. Ja, aber darum geht's ja nicht. Das ist ja dann gefaked. Es geht ja darum. Ja, aber nee, wieso ist das gefaked? Wenn du die Fingerfertigkeit hast, ein Zahlenschloss zu knacken, ohne es kaputt zu machen, ist doch herrlich. Der Frank kann das mit seinem Penis aufknacken. Ich kann. Das nächste Mal nehmen wir dich mit, Frank. Dann. Ja? Dann lass echt mal ein Escape Room machen als Band. Also wir machen am Samstag bei der Bandprobe machen wir mal einen kleinen Kurs in wie knacke ich ein Zahlenvorhängeschloss. Cool. Können wir auf Instagram live gehen? Oh. Dann werden auf einmal mehr Fahrräder geklaut in Deutschland. Ja, das machen wir lieber nicht. Aber tatsächlich so alles, was mit Zahlen ist, ist eigentlich relativ easy. Und je billiger das Schloss, desto einfacher ist es. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Ja, und ihr Gurkentruppe, wie ihr da dann versucht, das Zeug zu lösen? Wir haben es geschafft. Wir haben 52 Minuten gebraucht. Also die Zeit ist abgelaufen, aber das letzte haben wir dann ein bisschen über der Zeit gelöst. Was war so die Story dahinter? Ja, dass ein Virus ausgebrochen ist, was. Also kennst du The Last of Us? Ja. So ein bisschen vielleicht. Also, dass einfach die Menschen was einatmen und dann geht es aufs Gehirn und die Zombies haben dann nur noch Bock auf Gehirnfressen. Und dann musst du halt versuchen, aus diesem Raum rauszukommen in der Zeit. Und das Ding ist halt, wir waren vorher auch schon mal in einem Escape Room, aber da war zum Beispiel das
krasse, du hattest einfach so viele versteckte Sachen und auch sehr viel musstest du rechnen und teilweise sogar UV war dabei, da musste ich dann an uns denken, da waren so an der Wand sau viele Formeln aufgeschrieben und irgendwann hast du aber eine kleine Lampe gefunden und dann konntest du es an die Wand leuchten und dann waren einzelne Zahlen halt mit UV eingekreist und so, also die hatten echt ganz coole Ideen. Ja, war cool. Genau, am Ende hast du dann irgendwie drei so Ampullen gefunden und die hast du dann in so ein Terminal reingesteckt und dann hattest du so eine Weltkarte und dann ist, wenn du die, den richtigen Code anhattest, dann hat alles irgendwie grün geleuchtet. Irgendwie und dann hast du die Welt gerettet oder so. Warum auch immer. Ja, geil. Ja, war cool. Ja. Was kostet sowas? Das wollte ich auch schon mal machen. Es ist voll teuer. Also, wir haben Rabatt bekommen. Okay. Wir haben 30% Rabatt. Und es hat aber 90 Euro gekostet. Ja, aber pro Person 19 Euro, fast schon halt. Leute. Hä? Lasst uns mal zu den Top 5 dann langsam kommen, weil ich habe ein Thema, glaube ich, das mich persönlich sehr beschäftigt hat die letzten Tage und was, glaube ich, wahnsinnig viel Zeit fressen wird. Hm. Oha. Ja, ich freue mich auf unsere klassischen Top 5. Top 5, soll ich? Ja. Top 5. Leute, und zwar, ich habe auch wirklich drüber nachgedacht, ob ich das als Hot 5 in unserem Podcast mal ansprechen soll, weil ich tatsächlich so ein bisschen, ja, ich war mir nicht sicher, weil es einfach ein heikles Thema ist. Ich habe mir aber gedacht, es ist einfach für mich als Musiker, als Künstler und ich glaube für uns alle auch als Band ein ganz wichtiges Ding. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Peter Fox hat ja eine neue Single, Zukunft Pink. Und er muss sich gerade verteidigen, nicht vor JBO wegen Planet Pink oder Planet Pink. Ja, aber er muss sich gerade verteidigen wegen der Anschuldigung der kulturellen Aneignung. Was? Ja. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Aber Nils, wusstest du das, dass Peter Fox einen neuen Song rausgebracht hat? Ach so, hab ich noch nie. Echt, wirklich? Ja. Aber das erste Album fand ich voll gut. Ich bin gespannt, wie der Song jetzt ist. Okay. Also es geht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es geht drum, ich würd auch gerne mal hier was aus dem Pressetext zitieren. Einige prominente Kritiker hatten zuvor bemängelt, dass sich der Track sich zu selbstverständlich an südafrikanische Musik, vor allem dem Genre Amapiano, bedient. Ja? Was? Ja. Ja, richtig. Also, der Song hat ganz viele Elemente aus südafrikanischer Musik und dafür muss ich jetzt, dafür hat halt Peter Fox quasi den, ja, die Anschuldigung der kulturellen Aneignung ist da. Was? Hier die ursprünglichen Vorwürfe zu kultureller Aneignung. Vor allem den selbstverständlichen Umgang des Berliners mit Amapiano-Einflüssen hatte Ohanwe auf Twitter und Instagram bemängelt. Peter Fox hat einen neuen Song, der 1:1 Amapiano-Sound aus Südafrika kopiert. Der Song ist sehr gut, aber umso geiler wäre es, wenn er in Interviews und der Kampagne zu seinem neuen Album auch die ganzen Innovatoren und Originale aus der südafrikanischen Musikszene erwähnen würde. Weiter führte er aus, Don't Get Me Wrong, Seed und Peter Fox sind Könige in kultural, was steht da, apro bla 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 bla, keine Ahnung. Weil kulturelle Aneignung auf Englisch. Ja, wahrscheinlich. Ich werde trotzdem streamen und tanzen, aber gehören gerne auch die Leute, bla 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 bla. Also da geht's drum, dass sie halt sagen, okay, er benutzt halt südafrikanische Elemente, ja, und erwähnt halt die Leute nicht. Hier zum Beispiel von einem südafrikanischen Musiker, ein Post aus Instagram. Peter Fox wird sich jetzt eine goldene Nase verdienen mit südafrikanischem Amapiano, während schwarze Menschen in den Clubs, wo genau dieser Song rauf und runter gespielt wird, an der Tür abgewiesen werden. Love it. Also ihr merkt schon, krasses Thema, oder? Und das ist ein riesiger Haufen Scheiße, ist es. Also ich finde das völligen Bullshit,
Es ist doch ganz normal. Musik hat schon immer, ist aus anderer Musik entstanden und hat sich vermischt. Und da kann man nicht sagen, das ist kulturelle Aneignung, nur weil du, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das Schlagzeug herkommt, wenn du ein Viervierteltakt, das ist AC/DC, kulturelle Aneignung der Amerikaner. Weißt du, was ich meine? Das ist völliger Schwachsinn. Also generell das mit der kulturellen Aneignung verstehe ich nicht so richtig. Also die Frage ist halt, nehmen wir mal den Song Voodoo unserer letzten Platte. Ja, ist es kulturelle Aneignung, weil wir Sounds wie Didgeridoos verwendet haben? Ja, ist es. Aber das Thema Voodoo, ja, ist doch einfach auch schon... Auch kulturelle Aneignung. Wäre auch kulturelle Aneignung. Aber dann wäre es doch genauso kulturelle Aneignung, ja. Also wir sind jetzt da mal außen vor, nehmen wir mal unseren Song Allmann. Wir sind ja allesamt, also du warst ja zu dem Zeitpunkt auch noch Bayer, zwar im Exil, aber Bayer, ja, oder Franke. Ich oder für uns, was? Ja klar, du warst zu dem Zeitpunkt, wo Allmann entstanden ist. Ja, oder Oberpfälzer. Ja, aber es gehört ja zum Bundesland Bayern. Ja. Ja? Und dass der Defiliermarsch vorne wegläuft bei Allmann, das ist keine kulturelle Aneignung. Aber ist es kulturelle Aneignung, wenn sich die Berliner Rammsteiner in Lederhosen hinstellen? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber wisst ihr, also deswegen, ich finde die Diskussion so, das ist doch Wahnsinn. Oder muss ich jetzt als Musiker Angst haben, wenn ich keine Ahnung, Blues geil finde und Blues-Elemente benutze, dass ich mir kulturell die Vorwürfe der kulturellen Aneignung anhören muss? Oder, keine Ahnung, ich meine, es wird ja sau oft auch gemacht, gerade in der neuen deutschen Härte, dass man halt, oder in anderen Musikrichtungen auch, dass man Sachen samplet zum Beispiel, ja. Also ich denke nur jetzt an Moskau zum Beispiel von Rammstein, ja. Oder wenn man spanische Worte benutzt oder irgendetwas anderes. Also das kann es doch nicht sein. Ich denke, Musik ist doch was, was allen gehört. Da kann man doch nicht sagen, das ist jetzt kulturelle Aneignung. Ja. Und der Luke denkt sich gerade, für die Diskussion war ich viel zu lange saufen. Ja. Das ist schon hart, Alter. Es ist etwas, was mir echt wirklich, wirklich auf den Sack geht. Auch mit dem, dass zum Beispiel Weiße keine Rastas tragen dürfen und so weiter und so fort. Weil, verstehst du, das, was die Leute, die wollen alle irgendwie Toleranz und so weiter und so fort, aber mit solchen Sachen sind sie eben selber überhaupt nicht tolerant, halt einfach. Und das ist wirklich, was mir wirklich auf... Also diese Diskussion, die geht mir einfach wirklich viel zu weit tatsächlich bei sowas. Ich meine, bei Gender ja, bin ich noch teilweise dabei, irgendwie verstehe ich und so weiter, aber bei sowas, sorry, da hört es bei mir echt irgendwie auf. Also was ich nachvollziehen kann, ist, da gibt es, ich habe jetzt hier eben Typen halt hier, diesen Insta oder diesen Tweet halt gelesen. Peter Fox wird sich eine goldene Nase verdienen mit südafrikanischem Amapiano, während schwarze Menschen in den Clubs, wo genau dieser Song rauf und runter gespielt wird, an der Tür abgewiesen werden. So. Okay, klar kann man damit eine Diskussion anstoßen, aber ich finde es auch... Ist auch Riesenbullshit. Als ob der Peter Fox entscheidet, wer in die Clubs reinkommt. Erstmal hat er gar nichts damit zu tun. Genau, das sagt er ja auch nicht. Und ich finde halt, diese ganze kulturelle Aneignung-Diskussion, das geht einfach, das ist so links, dass es schon wieder in die andere Richtung geht. Weil du dadurch, sagst du ja indirekt, die haben ihre Haare, wir haben unsere Haare. Die da hinten haben ihre Musik, wir haben unsere Musik. Das ist halt genau das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Du willst doch, dass Kulturen sich vermischen, ja, und zusammen weiterentwickeln. Aber das ist ja auch, also... Und das Konzept von kultureller Aneignung, also ich verstehe es, dass es das gibt und ich verstehe auch, dass man da zum Beispiel Diskussionen anstößt, weil es auch teilweise wichtig ist. Also ich meine jetzt zu diesem Thema mit den Rastas, es ist crazy, dass man jetzt sagt, so ey, du darfst als Weißer keine Rastas mehr tragen. So. Worum es aber vielen Leuten geht, ist, dass wenn du dir als Weißer einfach Rastas machst, dann nimmst du dir einen Teil aus der Kultur eines anderen Volkes, was zum Beispiel diese Rastas erfunden hat, um einen Aufstand und eine Revolution gegen dieses System zu machen und zu sagen so, yo, Leute, wir sind Menschen, wir wollen genauso behandelt werden wie alle anderen auch und deswegen haben wir uns quasi als Gruppe irgendwie
einfach so ein Merkmal geschaffen. Und es ist halt, da steckt was Politisches dahinter. Und wenn du dir als Weißer einfach Rastas machst und dir denkst, ja gut, ist mir eigentlich wurscht, so was dahinter steckt, dann kann es halt sein, dass die Leute sagen so, Alter, da steckt eine heftige Kultur dahinter, da steckt eine krasse Geschichte dahinter. Setz dich doch wenigstens damit auseinander. Das Problem ist halt... Ersetzt. Ja, genau. Also das kann ja keiner wissen, ob du dich damit auseinandersetzt oder nicht. Und das Problem ist halt, ganz viele Leute, die sagen, die springen auf diesen Zug auf und sind halt direkt so Extremisten, die einfach sagen so, okay, was habe ich mitbekommen? Eine Sängerin oder sowas, die sollte auf einer Unifeier singen. Und die wurde dann ausgeladen am gleichen Tag, noch als das Konzert stattfinden sollte, wegen kultureller Aneignung, weil sie eben Rastas hatte und sie ist weiß. Und keine Ahnung, und die hat aber auch zum Beispiel Reggae-Elemente in ihrer Musik und ich wette, sie hat da bestimmt auch irgendwie wie eine Verbindung da, vielleicht zu der Kultur auch. Aber es, also das Problem ist, es gibt einfach super viele, die springen auf diesen Zug auf, die haben eine total extreme Meinung und verkörpern diese, ohne sich selbst wiederum darüber Gedanken zu machen. Also Nils, wie du meinst, so, es geht dann von links dann wieder in Richtung rechts oder halt in Richtung extrem, dass man sagt so, schwarz oder weiß. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Das ist das Problem. Aber an sich, das Konzept der kulturellen Aneignung, das ergibt Sinn. Also da muss man, da kann man drüber reden halt. Auch nicht aufladen, halt, ganz ehrlich. Also vor allem... Sollen das alles aufhören, dann darfst du kubanischen Rum mehr trinken irgendwann oder sowas. Also was? Ja, du findest immer irgendwo irgendwas. Also ich meine, klar, wenn du sagst, man darf keine Rastas tragen, dann dürften Weiße theoretisch jetzt auch kein Yoga mehr machen, weil das ist halt auch kulturelle Aneignung, weil das halt, keine Ahnung, aus Indien kommt. Aber das Kung Fu jetzt... macht ihr auch. Ja, Kung aber Fu, das sind wir Karate, jetzt... Kampfsport darf man nur noch auf die Schnauze hauen, wie man in Deutschland so macht. Ich weiß nicht, haben wir jetzt mal erfunden. Also jetzt mal als für mich jetzt aus Musikerwarte raus gesehen, ja. Wenn ich jetzt eindeutig zuordnen kann, okay, Peter Fox hat sich des Titels Z vom Künstler XY wirklich bedient und hat da Teile geklaut und hat sich dem geistigen Eigentum von jemandem am geistigen Eigentum von jemandem zu schaffen gemacht. Also er hat einen Song benutzt und verdient damit seine Kohle, ja, oder hat daraus den neuen Song gemacht. Dann würde ich es total verstehen. Aber das wäre genauso, wie wenn, keine Ahnung, wir von irgendeinen Song, irgendeiner Band umbauen würden und den dann als unseren verkaufen, ja. Also wenn es nicht eindeutig als eine Coverversion ausgewiesen ist, sondern keine Ahnung, wir nehmen einen Refrain, der weltbekannt ist und bauen den bei uns in einem Song ein und stellen uns dann hin und sagen, hey, wir haben den Song geschrieben. Da würde ich es verstehen. Aber auf jetzt speziell, wenn du mit Musik willst du ja auch Stimmung ausdrücken. Und wenn ich heute einfach mal in den Raum werfe, Lebensgefühl. Ja, wenn ich mir einfach dieses Wort Lebensgefühl vorstelle, dann fallen mir da sofort Dinge ein wie Brasilien, Karneval, Tanzen, Rhythmen, ja, dann fallen mir genau solche Dinge ein. Und wenn ich heute als Musiker die Inspiration habe, ich möchte einen Song über Lebensgefühl schreiben und ich habe im Kopf diese Rhythmen, diese Stimmung, diese Emotion, wie es zum Beispiel in Brasilien der Fall ist, wenn die ihren Samba tanzen und ich habe dann zum Beispiel eine Klave drin, eine rhythmische Figur, die eben auch aus diesem musikalischen Breitengrad kommt, dann ist es kulturelle Aneignung, das ist doch Wahnsinn, oder? Ganz im Gegenteil muss ich sagen, ich habe vorher nicht gewusst, was Amapiano ist, ja, und vielleicht hätte ich das ja auch für mich entdeckt und hätte gesagt, Mensch, Alter, geil, Peter Fox schafft es, südafrikanische Musik oder eben den Amapiano mit seiner Musik zu verbinden und schafft dadurch eine kulturelle Brücke. Das ist doch geil, das ist doch eigentlich was total Positives. Das ist doch eigentlich was Schönes, weil man damit als Musiker ja auch so ein bisschen... Botschafter ist und Musik war doch schon immer da, um Grenzen auch einzureißen. Ja, Musik hat doch immer schon Grenzen und kulturelle Unterschiede überwunden.
Aber warum befinden wir uns jetzt genau da wieder? Warum wird jetzt musikalisch eine Grenze gezogen? Musik dürfte doch, muss doch eigentlich alles dürfen und Musik soll alle Menschen miteinander verbinden und Brücken bauen. Und genau das, finde ich, macht mich persönlich bei der ganzen Diskussion so traurig, dass das gerade so in die falsche Richtung geht. Ja, total. Genauso sehe ich es auch. Und ich meine, Musik baut ja aufeinander auf. Wenn du die ganzen, wenn du dir anschaust, was für Musik vor 20 Jahren gehört wurde, was vor 40, das irgendwann, weißt du, irgendwann kam der Blues, irgendwann kam der Rock'n'Roll, also aus dem Blues ist dann irgendwann der Rock'n'Roll entstanden. Genau. Daraus ist dann irgendwann Rock, dann irgendwann Metal und so weiter. Und es bedient sich ja weltweit einfach an den Einflüssen. Und das ist das Schöne. Und selbst wenn man, das ist ja, dieses Sampling ist ja auch schon seit sehr vielen Jahren einfach gang und gäbe, dass man sich tatsächlich an großen Songs bedient und einfach Schnipsel einfach in seinen Songs benutzt. Und das ist ja auch voll okay. Natürlich muss man es ausweisen und so weiter. Und was ich mich an der ganzen Geschichte auch frage, diese Definition Aneignung. Was meint das? Also warum gerade Aneignung halt so? Man kann doch auch sagen, das ist keine Aneignung, sondern das ist einfach ein Support dieser Musikrichtung halt. Ja, das meinte ich ja. Ja, genau. Ich denke, wenn man es auch mal in der Welt der Schriftsteller sieht, du dürftest, wenn du wirklich komplett unbefangen sein möchtest, als Schriftsteller oder als Komponist, dann dürftest du dein Leben keine Musik gehört haben und auch niemals ein Buch gelesen. Und das funktioniert ja nicht. Ja? Und am Ende sind wir ja dann alle kulturelle Aneigner und gehen zurück in die Klassik. Ja? Also, irgendwo raus muss es ja entstanden sein. Dann ist ja jeder, der irgendwie, keine Ahnung, die E-Gitarre wurde erfunden in, ich weiß es nicht, oder der E-Bass wurde erfunden von, I don't know, aber dann würde ja jeder, der so ein Instrument benutzt, wäre ja dann ein Aneigner. Ja, also es ist doch Wahnsinn. Das funktioniert also, doch nicht. Ich glaube, Aneignung heißt es, weil du halt, wie ich vorhin gemeint habe mit den Rasters, es sind bestimmte Strömungen oder bestimmte Kulturen und die sind vielleicht gar nicht so bekannt. Und dann nimmst du einfach diesen Teil und fängst an, hier ihn ins Mainstream zu bringen. Und dann vergisst man, woher es eigentlich kommt. Und man denkt sich dann irgendwann so, ja, ist doch voll normal, haben wir schon immer so gemacht. Und du hast dir quasi diese Kultur angeeignet. Aber was ich mir halt denk, wir leben seit Jahren in der Globalisierung. Und es ist seit Jahren so, dass sich die Kulturen und die Menschen immer, immer näher kommen. Und das ist ja auch wunderschön. Und eigentlich fände ich es voll cool, wie du auch schon gesagt hast, Frank, wenn es halt überhaupt keine Grenzen mehr gibt, sondern genau. Wenn man halt sagt so, eigentlich ist es die ganze Menschheit so ein riesiges Mischmasch so. Es ist völlig egal, woher du kommst. Es ist egal, was, ob der Beat jetzt von da ist und die Sängerin von da. So, wenn man eine Möglichkeit findet, dass man das irgendwie zusammenbringt und es gut klingt, dann hat man ja was Großartiges geschaffen so. Da. Genau. Ja. Oder weißt du, dann dürftest du keine Jeans tragen. Ja? Das ist dann auch kulturelle Aneignung. Also, wir brauchen dieses Thema nicht breit reden. Nee, das Ding ist halt, du weißt nicht, wo du anfangen, wo du aufhören sollst. Genau. Aber für die von Musik nicht so viel Ahnung haben, diese ganzen Rhythmen, die so aus Lateinamerika kommen oder aus Brasilien oder wo auch immer die herkommen, das sind feste Rhythmen, die lernt man sogar im Musikstudium oder halt auch schon vorher, jetzt vor allem im Schlagzeugunterricht. Das sind feste Rhythmen, da hat man nichts aus einem bestimmten Lied geklaut, sondern wenn die sich treffen und Musik zusammen machen, dann werden genau diese Rhythmen benutzt. Wie der Frank gesagt hat, die Klave oder sowas, das ist in jedem Lied mit drin, das ist sogar ein eigenes Instrument, das sind zwei Holzstöckchen, die zusammengeklopft werden. Oder der Samba-Rhythmus oder Cha-Cha oder Tango. Deswegen gibt es auch die Stile zu tanzen. Weil die Musik immer den gleichen Rhythmus hat und du weißt, auf was du dich einlassen kannst, wenn du auf eine Samba oder Salsa oder Tango-Party gehst. Und nichts anderes hat der Peter Fox gemacht. Er wollte ein Gefühl ausdrücken mit seiner Musik und hat sich dann einen Rhythmus genommen. Und Rhythmen kann man nie schützen. Rhythmen sind nie geschützt. Text und Melodien können geschützt sein, Rhythmen sind nicht geschützt. Die kann man sich von überall nehmen. So sieht es zumindest die GEMA. Deswegen, schwierig, ne? Ja, voll. Ja. Aber, wie gesagt. Und halt auch irgendwie schade, weil es gibt so viele fucking Probleme auf dieser Welt. Genau. Das ist so, keine Ahnung, man lasst uns doch erstmal die Probleme klären, die wir jetzt gerade haben und schafft nicht dauernd irgendwie neue. Aber
Ich finde, so wie es Peter Fox macht, oder beziehungsweise, dass er auch dass er Musik miteinander verbindet, sollte, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, einfach auch als Zeichen gesehen werden, dass es eben kulturübergreifend ist. Und er ist ja damit auch quasi vielleicht irgendwo ein Botschafter anderer Musikstile. Und das ist doch eine schöne Sache eigentlich. Aber gut, ich habe euch gesagt, das ist ein sehr ausschweifendes Thema, aber ich wollte es auch einfach mal ansprechen. Und abschließend muss man vielleicht noch sagen, ich meine, der Punkt ist, wäre es nicht Peter Fox, sondern irgendein No-Name-Künstler, dann würde es keinen interessieren halt so. Ne? Und würde auch, also hat ja gar nichts damit zu tun, sondern da wird halt jetzt drauf rumgeritten, weil wenn Peter Fox sowas macht, dann wird damit auch Kohle verdient. Und das ist eigentlich der eigentliche Dorn im Auge, glaube ich, bei der ganzen... Wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ja. Weil sobald die... Also, ich will nicht mehr. Hör mal auf. Lassen wir es gut sein. Hat jemand noch ein anderes Hot Five? Ja, klar. Aber Leute... Wenn ihr unserer Meinung seid, dass Musik keine Grenzen haben sollte, dass Musik Menschen miteinander verbindet, schreibt unter das Video, schreibt in die Kommentare, lasst uns ein Like da, schreibt unter unseren Podcast-Post, wie auch immer, wenn ihr unserer Meinung seid. Ansonsten, lasst es bleiben. Wir sind Diskussion. Das ist ja ganz wir cool. Akzeptieren keine andere Meinung. Gut. Yo. Ja, Nils, machst du weiter? Ich überlege. Fang du mal an. Der Lukas hat heute schon Frist. Der war gestern zu besoffen. Nee, der Leistung. Leistung bringen, Lukas. Los. Wer also saufen kann auch arbeiten. Ich habe tatsächlich, Alter, ich arbeite seit... Wie lange machen wir den Podcast jetzt? Bist du gerade fast ohnmächtig geworden? Ist ja keine geworden. Arbeit. Jungs, ist ja keine Arbeit. Ist ja schön. Freizeit. Ich habe gestern was übel Krankes gesehen im Internet. Und deswegen Echt? Ist mein Hot 5 Internet-Kacke. Und es ist aber wirklich wortwörtlich Internet-Kacke. Ich frage mich, wie die Leute darauf kommen und wieso man sowas dann auch noch teilt. Es war ein Video von einem Typen in einem Einkaufsladen. Besser gesagt in einem Getränkemarkt. Und er schiebt so einen Einkaufswagen vor sich her und läuft halt so um diese Kästen rum und schaut sich die ganze Zeit um. Und irgendwann merkt er so, ja okay, er ist alleine in diesem Gang, stellt diesen fucking Einkaufswagen weg, zieht die Hose runter, setzt sich auf einen Bierkasten, scheißt rein, steht wieder auf, zieht die Hose wieder an. Und Alter. Läuft weiter. Und läuft einfach fucking nochmal weiter. Das Video kenne ich, ja. Dieser Typ hat da einfach reingekackt in einen Bierkasten, in einem Getränkemarkt. So, was ist los mit dem? Und ja, keine Ahnung, das ist komplett viral gegangen. Ich habe das halt gestern auf Insta irgendwo gesehen. Ah nee, der Chris hat es uns geschickt. Jan, du müsstest das auch irgendwo sehen in der Gruppe. Schick's mal rüber, das will ich auch sehen. Und ich denke mir so, yo, was auf geht welches denn? Bier hat er geschissen, Oettinger? Back. Ich weiß es nicht. Aber wie hart heftig aber verloren musst du sein, um in den Bierkasten zu scheißen? Gefilmt oder war es eine Überwachungskamera? Nee, das war eine Überwachungskamera. Alter, Wahnsinn. Und jetzt stell dir vor, du bist dieser Typ und du siehst dieses Video und all deine Freunde und deine Familie auch. Ja, völlig zu Recht. Ja, jeder weiß jetzt, er ist der Bierkastenscheißer. Der berühmt berüchtigte Bierkastenscheißer. Jetzt auf Welt. Alter Wahnsinn, oder? Ja. Sowas finde ich halt traurig, dass sich die Welt dahin entwickelt. Der sah halt so aus, als hätte er das extra gemacht, gell? Als wäre es nicht so, oh, ich muss so super dringend. Ja, nee, das weiß ich nicht. Vielleicht muss der also übel dringend kacken. Aber dann denke ich mir doch, such dir doch eine Toilette, Junge. Da die haben doch bestimmt eine Toilette. Ja, voll. Safe. Dann gehst du da hin und sagst, Entschuldigung, aber ich muss hart aufs Klo. Hart scheißen. Aber... Man weiß ja die Vorgeschichte nicht. Ja. Vielleicht hat er schon Wahnsinn. Mit denen diskutiert die ganze Zeit. Der Stift hat schon geschrieben. Ja, genau. Und dann haben und die gesagt, er hat ein schlechtes Bier bekommen, so, weil das war irgendwie schimmlig oder so. Und dann hat er gemeint,
Faktoren halt, ne? Ich habe eine Lebensmittelvergiftung durch euer Bier und die sind so, ja, interessiert uns nicht und dann kackt er einfach vielleicht auf den Bierkasten. Ja, vielleicht war es eine Mutprobe, keine Ahnung. Aber das Ding ist halt, das juckt diese Bierfirma nicht, das juckt einfach den Mitarbeiter, der diesen Kackhaufen dann aus dem Bierkasten holen kann. Und das denke ich mir, das ist halt wiederum echt scheiße, das ist echt eklig. Denkst du, das Bier wird noch verkauft? Das wird sauber gemacht und verkauft? Also die Flaschen halt einfach so mit lauwarmem Wasser abgespült. Oh, das wäre Alter, das wär hör fucking auf, eklig, komm. Mann. Ey Leute, nächstes, es ist ja ekelhaft. Ich kotz gleich. Ich auch. Deswegen trinke ich kein Bier. So sieht's aus. Ich habe ein gutes Hot Five. Ich habe ein gutes Hot Five. Hopp. Wann habt ihr das letzte Mal Schmiere gestanden? Schmiere? Irgendwas. Einfach mal Schmiere gestanden. Das ist auch so ein Kinderwort. Ja, ja, Schmiere heute stehen, na ja. Ja, ja. Ja, Schmiere stehen im Sinne, dass man auf was aufpasst oder während wer ja was ausfrisst. Ja, beides. Beides. Also nee, wenn man auf was aufpasst, ist nicht Schmiere stehen. Das ist auf was aufpassen. Aber wenn du aufpasst, dass niemand kommt, während jemand irgendeine Scheiße baut. Das ist Schmiere stehen. Das ist Schmiere stehen, ja. Wenn ich das letzte Mal Schmiere gestanden. Warum heißt das eigentlich? Weiß ich nicht. Ich kann ja meine Geschichte erzählen. Bitte. Ja, bitte. Glaube ich bin. Sorry. No, heute ist aber schlimm, du. Er kam richtig gelber raus. Ein richtig dicker Qualler. Bisschen glitchy. Nils, du solltest aufhören zu dampfen. Das hat mit dem Dampfen gar nichts zu tun. Vielleicht, vielleicht wenn ihr morgens direkt eisgekühlten Iced Coffee reinzieht. So. Der deutsche Nils. Ist echt so. Also, ich habe Schmiere gestanden, da war ich, jetzt lass mich überlegen, 11 Jahre alt. Seitdem habe ich keine Schmiere mehr gestanden. Und zwar war das mit dem Alex zusammen und mit dem Florian, da waren wir in der Realschule, zusammen in einer Klasse. Und an einem Tag kamen der Florian und der Alex hier nach Blankenrath, da haben wir uns getroffen. Und dann sind wir zum Halil, das ist der Dönermann hier, immer noch bester Döner der Welt. Und die hatten nebendran eine Eisdiele. Und wir waren, ja, wir waren 11 und wollten unbedingt mal Alkohol trinken. Mit 11? Ja. Alter. Das war kurz, was nachdem ist in Blankenrath los, Mann? Das war kurz, nachdem wir die Zigarettenschachtel von Alex Tante geklaut haben und komplett im, in den Äther gesaugt. Direkt, ja. Dann sind wir zum Halil und, genau, der hat eine Eisdiele und den Dönerladen und in der Mitte davon war so eine Mauer. Und mit einer kleinen Tür halt. Genau, die waren nicht direkt zusammen, die beiden Läden, aber man konnte da durchgehen. Dann haben wir einen Plan ausgeheckt, dass der Florian sich ein Eis aussucht. Ich stehe Schmiere zwischen den beiden Läden quasi und der Alex klaut ein Mixery aus dem Kühlgetränke, Kühlschrank vom Dönermann. Und wir hatten Glück, es war nämlich an dem Tag nur der Halil da und keine Gäste. Das heißt, der Florian ist dann zum Halil, der hinter seinem Döner-Tresen stand, gesagt, ah, ich hätte gern Eis, möchtest du mitkommen? Und dann ist er mitgegangen, dann habe ich Schmiere gestanden. Und aus irgendwelchen Gründen hat der Alex sich nicht so richtig getraut und hat da ewig gebraucht. Und der Florian hat dann da an der Eistheke gestanden und hat die ganze Zeit so getan, was möchte ich denn noch alles haben? Ich hätte gerne kein Stracciatella. Es hat ewig gedauert, bis der Alex dann irgendwann dieses Mixery geklaut hat und dann sind wir damit abgehauen. Und haben uns zu dritt ein Mixery geteilt und haben uns wie die größten Gangster auf der Welt gefühlt. Gangster. Habt ihr, Nils, ich finde, du solltest zu deinem Dönermann gehen und solltest ihm das im Nachhinein bezahlen. Ja, Mann. Mixery? Es ist zwar schon verjährt, aber... Weißt du, wie viele Döner ich schon da gegessen habe seitdem? Kannst du dir nicht vorstellen. Also du kannst dir wirklich die Zahlen nicht vorstellen, wie viel Döner ich da gegessen habe. Ja, aber für die Döner musst du auch zahlen. Ja, ja, das ist ja. Ja, die klaue ich jedes Mal. Willst du mir damit sagen, dass wenn das so eine Musik nichts wird, dass du dann eine Filiale aufmachst und Döner machst? Wieso? Vielleicht werde ich Meisterdieb. 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 Schmiere stehen ist eigentlich, also Schmiere stehen ist der Situation eigentlich das Einfachste. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich da hinstellen könnte und den Halil, der ja mir so viel guten Döner gegeben hat, anlügen kann, während ich da versuche, mein Eis da auszusuchen. Und ob ich den bestehlen kann, einfach so. Ach, aber jetzt du hast ja so gut für die Welt. Was? Also du... Was? Was?
Ich sagte, Nils, du bist zu gut für die Welt. Ja, dich habe ich verstanden, Lukas aber nicht. Indem er Mixery klaut. Der Lukas lallt noch. Mixery. Ja, wann seid ihr das letzte Mal Schmiere gestanden? Dann wären wir weg. Der Frank ist schon noch da wahrscheinlich. Ich kann's nicht sagen, ey. Ganz ehrlich. Also, hast du jemals Schmiere gestanden? Bestimmt. Es muss halt irgendwann in der Jugend oder eher so Kindheitsalter gewesen sein. Aber ich kann mich tatsächlich an nichts erinnern. So. Beziehungsweise wenn, dann habe ich immer die Sachen dann gemacht. Also das letzte Mal, wo ich Schmiere gestanden habe, es ist echt auch schon eine Zeit her, aber da kann ich mich noch erinnern. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wer alles dabei war. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Laden es war. Aber die Jungs haben war total in diese Satin-Boxershorts geklaut. Satin-Boxershorts? Die finde ich aber so ekelig. Benny auch immer. Die kleben doch so an den Eiern. Und ich war der Jüngste, ich war mit älteren Dudes unterwegs und ich war der Jüngste und meine Aufgabe war, vor den Umkleiden Schmiere zu stehen, ob jemand reinkommt, während die sich quasi die Boxershorts über ihre Boxershorts gezogen haben und dann noch die Jeans und dann aus dem Laden marschiert sind. Alter. Ja, genau. Seid alle voll die Bad Boys. Das ist schon härter, als so einen Mixery-Zutritt zu klauen. Frank, du solltest in den Laden gehen und dieser Tarboxer-Short bezahlen. Ja, finde ich aber auch. Wieso? Ich habe es ja nicht geklaut. Ich hatte es ja auch nie an. Ja, das hat es ja auch nicht geklaut. Ja. Na gut. Okay. Dann machen wir den großen Schattenmann-Wiedergutmachungstag. Genau. Jetzt kommt den einfachen auch noch was. Ich bringe den einfachen ungewaschenen Schlüpper von mir vorbei und sage, oh, bitte. Ja, die alten Star Wars-Schlüpper. Ja, genau. Es tut mir leid, da bitte Schlüpfer vom Schattenmo. Ja, Jan und Luke, ihr braucht auch noch was für den großen Schatten und wieder gut machen. Ja, ich weiß nicht, ob das Schmiere stehen ist, aber da waren wir so, ich glaube, wir waren so 13 oder 14 und ein Kumpel von mir, der wohnt direkt an meiner alten Schule. Und was denkst du dir halt als 13, 14-Jähriger? Oh, es wäre voll cool, wenn wir nachts in die Schule einbrechen. Und dann war es so, dass der Hausmeister er ist Hausmeistersohn, aber sein Papa war in der Zeit nicht quasi im Dienst und da waren andere Hausmeister. Und er hat halt gemeint, yo, der geht jetzt noch die letzte Runde, schaut, dass alle Türen quasi zu sind und dann ist da so ein elektrisches System, was dann halt sagt, okay, alle Türen sind zu. Und genau, dann sieht er auch, ob irgendwo eine Tür aufgemacht wird oder nicht. Und wir haben halt gesagt, okay, es gibt eine einzige Tür, die hat nicht so einen Sensor. Und da tun wir halt einen kleinen Stock rein. Und ich musste aufpassen, ob der Typ kommt oder nicht, bei seiner Runde. Und jemand anders hat diesen Stock rein. Und dann ist er halt quasi vorbeigelaufen und hat auch diesen Stock dann gar nicht bemerkt und so. Und dann sind wir ins Schulhaus eingebrochen. Dachtest du da was? Ja. Und sind halt dann da rumgelaufen. Und Alter, dann kam dieser Hausmeister einfach um die Ecke. Der war da drin, wir oder haben wie? Uns so fucking erschreckt. Ja, weil der hat anscheinend dann irgendwie doch gemerkt, so eine Tür war noch offen und läuft durch dieses Schulhaus. Und wir rennen gerade so durch so einen Gang. Und dann geht auf einmal die Tür auf. Und dann steht so eine Silhouette halt vor uns. Und wir so, ah, fuck, was geht jetzt ab? Und der Typ, das Einzige, was er sagt, ich sehe kein Licht nicht. So, ich sehe kein Licht. So, wer seid ihr? Alter, wir sind abgedampft. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Halt. Sind in irgendeine Ecke vom Schulhaus halt. Und er hat uns dann halt gesucht. Und das war dann voll das Katz-und-Maus-Spiel. Alter, ist ja voll geil. Aber da habe ich, glaube ich, Schmiede gestanden, dass er quasi nicht in dem Moment kommt, wo wir den Stock zwischen die Tür legen. Ach, gilt krass. Das gilt, oder? Das gilt voll. Das ist eine mega geile Geschichte. Du musst dich beim Hausmeister entschuldigen, am besten mit dem Pausenbrot. War das der Ottmann oder wie der hieß? Ja, der Ottmann. Mann. Ja, der hat. Ja, Jungs, denkt's dran, bei 99 Handwechsel.
Oh, so schwierige Hausmeister. Wie alt wart ihr da? So Neunjährige. Ja, hey, Jungs, 99 beim Wichsen. Schön Handwechsel, wisst ihr, was ich meine? Wir hatten dann noch einen anderen Hausmeister. Das war so ein richtiger Nerd. Also so wirklich. Du bist, also die hatten ihr Büro im Keller. Wie so richtige Kellerkinder. Und wenn du an dem seinem Raum vorbeigegangen bist, dann hast du ihn meistens gesehen, wie er am Computer sitzt und Counter-Strike spielt. Echt? In seiner Arbeitszeit? In seiner Arbeitszeit. Mega. Und dann hast du diese anthroposophischen Lehrer. Oh, ich spüre hier eine Schwingung. Und er so. Gut, also. Ja, Gegensätze auf der Waldorfschule, ne? Ja. Bei mir war es, also wie gesagt, ich habe eher weniger Schmier gestanden, sondern dann immer ausgeführt. Und bei mir war es, da erinnere ich mich sehr gerne dran und da muss ich mich auch nicht entschuldigen, weil da habe ich eher alle gerettet. Und da ging es darum, wir hatten Werkunterricht auf der Waldorfschule. Und es war tatsächlich in der 10. Klasse, glaube ich, oder 9. Klasse. Und du hattest diese Hürde, dass du irgendwie in die 10. oder immer das war, kommst du nicht, wenn du zu viele Fehlstunden hast. Und da hat natürlich jeder Lehrer in seinem Unterricht hat er Strichlisten geführt. Und im Werkunterricht, da das immer nach der Mittagspause war, sind halt gefehlt. Und da waren sehr, sehr viele auf der Abschlussliste und dann eben nicht in die nächste Klasse geschafft, also in die Oberstufe tatsächlich rein. So. Und ich habe mir dann einmal im Werkunterricht, als der wieder seine Strichliste geführt hat, habe ich mit seinem großen Ordner habe ich mir gemerkt, wo diese Strichliste von uns ist. Und die war Gott sei Dank hinter so einem blauen Beiblatt. Und dann habe ich das mal mit der ganzen Klasse besprochen. Und als wir dann das nächste Mal Werkunterricht hatten, weil der hat seinen Ordner, hatte der immer im, beziehungsweise nicht in der nächsten Stunde, in der Stunde habe ich das dann besprochen, weil der war dann immer wieder mal weg. Und dann haben die ihn alle abgelenkt. Ja, können Sie mir hier mal helfen bei meinem Werkstück und so weiter. Und dann bin ich in sein Büro rein, habe schnell den Ordner aufgemacht, habe es gleich gefunden, habe die Liste rausgenommen und dann halt später verbrannt. Und die Woche drauf haben wieder welche gefehlt und der war richtig sauer. Und übrigens, einige von euch werden es jetzt nicht in die Oberstufe schaffen, weil, und dann macht er seinen Ordner auf und sucht und sucht und sucht und irgendwann macht ihn zu total und wir fangen jetzt an. Und er hatte halt einfach keine Chance, weil er konnte nicht beweisen, wer es geklaut hat. Und er konnte aber auch nicht im Lehrerkollegium sagen, ja, ich habe mir meine Liste klauen lassen. So. Oh, Alter. Wir haben im Werkunterricht immer, wir hatten so eine große Uhr an der Wand und unser Werklehrer hat immer geschaut, okay, wie spät ist es und hatte keine Uhr an der Hand. Und wir haben die immer vorgestellt. Also der ist dann raus aus dem Raum, einer von uns ist auf die Werkbank, hat diese Uhr einfach so umgestellt und dann war es irgendwie noch so 5 Minuten bis Schluss. Alter, das hat bestimmt 5 Mal oder 6 Mal geklappt und er immer so, oh, jetzt ist die Zeit aber schon wieder echt schnell umgegangen. Na gut, ab in die Pause. Ja, habe ich auch mal, wir hatten eine Kunstlehrerin, die sich überhaupt nicht durchsetzen konnte und da war es auch die letzten zwei, also eine Stunde nach der Mittagspause und alle wollten heim, es war Sommer und die hat auch gemeint, okay, wir schauen jetzt den Kunstfilm an und wenn der Kunstfilm vorbei ist, es war irgendwie so über griechische irgendwas, dann könnt ihr gehen und die konnte den Video oder nichts. Kulturelle Aneignung, griechische irgendwas? Habe ich gesagt, ich kümmere mich drum und so weiter und dann haben wir eben angefangen, diesen Film zu schauen und der ging auf jeden Fall so 90 Minuten und dann nach 5 Minuten haben wir uns alle gemeldet, so, ah, wir müssen aufs Klo und so weiter. Ich sage, okay, eine kurze Pause. Jan, können Sie das bitte mal anhalten? Und dann habe ich es angehalten, habe es vorgespult. Und dann kamen wieder alle vom Klo zurück. Und dann lief der Film, noch 5 Minuten der Film. Und dann also, ja, und jetzt gehen wir nach Hause und sind einfach alle abgehauen. Alter, die armen Lehrer, Mann, die armen Lehrer. Ah, Leute, herrlich. Wir waren noch ein Hot Five? Wir waren keine Engel. Also mein Hot 5 ist, kennt ihr Boomer-Verabschiedungen? Boomer-Verabschiedungen? Entschuldigung, habt ihr da welche auf Lager? Ach so, ja, Bundesgartenschau. Düsseldorf. Tschüssli Müsli. Kennt ihr das? Danzig. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Oder was? Das gibt's noch. Ding. Nee? Glaub nicht. Mal ein paar gefunden, die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Und zwar San Francisco. San Francisco. San Francisco. Fährt. Alter, da
Düsseldorf. Oh. Dann eben dieses Bundesgartenschau. Bis später Siegen. Ja, genau. Haus der Rheinland. Haus der Rhein Vogelbein. Das finde ich irgendwie, das kann ich nicht sehen. Ciao-Gummi. 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 Bis Baldo, das finde ich auch komisch. Oder liebe Grüße vom Tschüsseldienst. Naja, okay, das ist auch nicht so. Hier kommt was Gutes. Pasta la vista. Pasta la vista. Dann bis bald. Ich frage mich, wer diese Liste angelegt hat. Ferrero Tschüsschen. Oh. Mann, den musste so langweilig sein. Gerard Depardieu. Oh Gott. Oh. Was? Oh Mann. Der ist ja sauber hergeholt. Gerard Depardieu. Das Letzte ist, ich verabscheue mich. Naja, das ist nicht so geil. Also. Ja. Ich habe noch eins. Gibt's noch. Buongiorno. Wir singen. Singen, ja. Gut. Ja, heftig, Alter. Krass. Das ist wenn die Party nicht läuft, dann überlegt man sich dann irgendwie so eine Liste. Kakao. Ja, oder ja. Man lädt einen Lukas ein. Da geht's ja, nie eben. Richtig rund. Ja, ich glaube, der Lukas legt sich jetzt auch gleich nochmal aufs Ohr, oder? Mhm. Ja, ich bin nur für euch aufgestanden, Jungs. Oh, dann erlösen wir dich doch einfach, oder? Wir haben unsere Hot Five, wir haben heute sowohl viel Blödsinn als auch wirklich ernsthafte Themen beackert. Ich würde sagen, wir hatten trotz der frühen Stunde für dich einen sehr nahrhaften Podcast. Mhm. Oder? Danke. Ja, der war sehr gut. Der hat Spaß gemacht. Ja. Sehr schön. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in 14 Tagen. Ihr kommentiert, schreibt uns schön, was ihr über die Themen denkt. Auch wenn ihr mal Schmiere gestanden seid, erzählt uns eure Geschichten. Ich finde es immer sehr amüsant, auch sowas zu lesen. Lasst mal eure Jugendzünden hören und eure dicksten Partys. Schreibt uns einfach, wäre sehr, sehr, sehr schön. Kommentiert, tut, was immer ihr wollt. In diesem Sinne. Ganz kurz, Frank. Bitte? Dürfen wir irgendwas schon zu dem Song sagen, für nein. Den wir letzten Dings nein, haben? Nein. Gar nichts? Nein. Über ein Videodreh können wir auch noch nichts erzählen. Nein, gar nichts. Okay. Lassen wir einfach erst. Weil, ja, die Schauspieler, nee. Die mit dabei waren, die hören nämlich auch den Podcast. Also ihr drei, danke, dass ihr mitgemacht habt. Mega nett von euch, wenn ihr den Podcast hört. Finde ich ganz süß, wenn wir das jetzt so sagen. Wir quatschen dann über unseren Videodreh, wenn der Song rauskommt, oder? Ja, da kommt noch einiges. Ja. In diesem Sinne, Liebe von uns an euch. Wrestling. Wrestling. Wrestling.